Jojojo, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. So natürlich auch heute, wo sich ja mehr oder weniger beide Seiten geupdatet haben. Hier haben wir noch einen weiteren Slot und es gibt einen neuen Emote, das Hüpflama, okay. Dann zeige ich euch mal schnell die linke Seite. Das sind immer noch die gleichen Sachen wie gestern mit diesem Style. Spaltlicht auch ganz cool. Und als letztes noch die Lackierung. Auch die finde ich ganz cool. Die habe ich mir auch sogar geholt. Den, männlichen Skin, oh, finde ich schlechter als den weiblichen. Dann noch das strahlende Licht. Die strahlende Axt. Und die Kernlackierung. Und es sollte noch den Gleiter. Den gibt es nicht. Ah doch, den gibt es hier auf der rechten Seite, okay. Dann haben wir noch die Hitzelackierung. Die ist auch so ein bisschen animiert, obwohl die Animation wirklich sehr, sehr schwach ist. Ihr seht sie hier so, die... Da zieht so ein bisschen die Hitze rüber, die Lava rüber. Genau, dazu gibt es noch den Dämonika-Skin, wo ich die Flügel ziemlich geil finde. Also so Teufelsflügel, die schauen auf jeden Fall ziemlich sick aus. Und die, ich sag mal, Gitarre. Ich glaube, das soll eine Gitarre sein. Also das sieht hier unten auf jeden Fall aus wie so ein Gitarrenkopf. Ja, ist okay hier der Sound. Ja, klingt eigentlich ganz mächtig und dieser Effekt hier oben ist ganz nice, wenn es so leuchtet. Und dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute die 5300 Daumen nach oben schaffen. Und dann kommen wir jetzt schon zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar das neue Hüpflama, ein neuer Emote. Und ich denke mal, er wird Fortbewegung haben, oder? Sieht so aus, als würde man damit durch die Gegend hüpfen. Schauen wir uns mal an. Oh, nice. Oh, shit, der gefällt mir. Hat auch Fortbewegung, wie ich es mir schon gedacht habe. Also das ist mal ein richtig geiler Emote. Damit einfach so durch die Lobby hüpfen. Den werde ich mir direkt hier holen. Schreibt mir mal in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ihr den Emote findet. Bei mir bekommt ihr auf jeden Fall eine 10 von 10. Deswegen werde ich diesen Emote auch heute wieder an euch verschenken. Das heißt, ich hau heute mal hier wieder 1000 V-Bucks raus. Wenn ihr also die 1000 V-Bucks heute kostenlos haben wollt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach die Glocke aktivieren und vor allen Dingen auf alle Benachrichtigungen schalten, denn nur dann bekommt ihr auch morgens immer eine Benachrichtigung, was halt Neues im Shop drin ist. Also einfach mal jetzt kurz runterscrollen, natürlich ein Abo da lassen und dann dieses kleine Glockensymbol einklicken und dann auf alle Benachrichtigungen stellen, damit das halt wirklich immer kommt und jedes Mal ihr morgens halt so eine auf euer Handy bekommt, was halt im Shop drin ist und wenn es halt neue Skins gibt, damit ihr das nicht mehr verpasst. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann einfach mal ein Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben und ja, unter allen Leuten verschenke ich dann heute wieder 1000 V-Bucks. Und ja, auf jeden Fall richtig geiler neuer Emote, gefällt mir. Ich finde solche Vorbewegungs-Emotes ziemlich cool. Ich würde mir sogar wünschen, dass noch mehr so Special-Emotes kommen, also nicht nur Tänze, sondern jetzt sowas wie Vorbewegung, finde ich, ist eine mega, mega coole Idee. Dann ja, machen wir weiter und zwar mit dem Blenden-Skin. Ein ziemlich alter Skin, finde ich aber eigentlich immer noch ganz cool. Der Billy Bounce. Einer der besten und auch der hat Fortbewegung. Kann ich absolut empfehlen. Ich hätte sogar 800 für den gezahlt. Genauso wie auch für das Hüpflama. Sehr, sehr cool. Und als letztes noch die rote Verteidigerin, die sogar einen alternativen Style hat, den man aber jetzt hier irgendwie nicht sieht. Dafür zeige ich ihn euch aber gerne, weil den Skin habe ich mir auch gekauft. Da ist er. Stil bearbeiten. Der hat jetzt so eine Mütze auf. Ja, ist ganz cool. Finde ich gut, dass sie den geupdatet haben und für den Preis auch absolut okay. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr heute hier 1000 V-Bucks kostenlos haben wollt, einfach mal schnell die Glocke hier auf dem Kanal aktivieren, damit ihr morgens immer eine Benachrichtigung kommt. Einfach kurz runterscrollen und die Glocke einschalten. Und wenn ihr das gemacht habt, einen Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare. Und dann könnt ihr gerne auch rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und dann hoffe ich, ihr habt einen entspannten Tag. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite back again with another item shop video. Today is June 21st, 2019. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Today's upload, I did the clickbait podcast again. I'm thinking about moving that to my second channel though. So yeah, hope you guys check that out if you want. If you want to support me in the item shop today, make sure you use code iTalkFortnite. Didn't we just have Malice like 3 days ago? Or something like that. Nightbeam with the Lumi Core Red Back Bling has 2 edit styles. Splintered Light. And the Essence Wrap. I will go through the models really quick. It's another pink wrap, but it's still pretty cool. Okay. Flare is still here. He has a ponytail. Didn't even notice that the first time. Comes with the Back Bling Lumi Core Green. Vivid X. And the Core Wrap. This wrap is amazing. Really cool rep. Malice is back with the Malice Wings. I might be getting a different skin mixed up with her and the Heat Wrap. I'm thinking of another set that I felt like we just had in the featured. Burning Axe. I didn't mean to say she was back in 3 days. That was my fault. Pixqueak. Okay. Megabat is in the daily now.
Okay. Scarlet Defender is back. Good skin. Billy Bounce emote's also back. Didn't take long for this emote to come back, but it's a good one, though. Really good one. Dazzle is back. Where's Hyperion? And new emote Bouncer. Oh my gosh. It matches him. We'll buy it. And it's traversal too. That's amazing. All right, well, that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.